Immer häufiger wird fälschlicherweise zwischen dem Antichrist und dem falschen Prophet unterschieden. Dabei ist das ein und dieselbe Person. In Offenbarung 13 macht die Bibel deutlich, dass in der zukünftigen siebenjährigen Drangsalszeit, insbesondere in der zweiten Hälfte der sogenannten großen Drangsal, zwei Schlüsselpersonen, zwei Männer aufstehen werden. Das ist das erste Tier, ein Diktator über das wiederaufstehende Römische Reich, und das sogenannte zweite Tier, das ist der Antichrist. Daneben gibt es eine weitere Gestalt, die auch als Tier dargestellt wird, als Drachen, das ist der Teufel selbst. Aber diese zwei Menschen, diese zwei Schlüsselpersonen, das erste und das zweite Tier, diese sind es auch, die in den Feuersee geworfen werden von Christus am Ende der siebenjährigen Drangsalszeit. Nun, aber der Antichrist hat mehrere Titel. Wie so viele Personen in der Bibel verschiedene Titel haben, so hat der Antichrist bis zu 8 oder 9 verschiedene Titel. Ein Titel charakterisiert das Wesen und die Handlungsweise einer Person. Und ein Titel ist eben der falsche Prophet. Und ein Prophet ist eine von Gott bevollmächtigte Person, die Gottes Botschaft zu den Menschen bringt. Aber der Antichrist bringt satanische und dämonische Botschaft zu den Menschen. Und er wird exakterweise in der Bibel als falscher Prophet bezeichnet, wenn es darum geht, was aus seinem Mund kommt. Und er wird auch, wenn es darum geht, dass Christus ihn in den Feuersee wirft, exakterweise nur als falscher Prophet dargestellt und eben nicht mehr als das Tier, das ihn charakterisiert in seiner ganzen Kraft und Macht, und auch nicht als Antichrist, das ihn charakterisiert in seiner Messianität und Erlösereigenschaft, jedoch als falscher Christus, aber in einem christologischen Deckmantel. All das spielt keine Rolle mehr, wenn er von Christus in den Feuersee geworfen wird. Was da noch übrig bleibt, ist seine Falschheit. Er ist ein falscher Prophet, nicht von Gott autorisiert. Er hat nicht Gottes Botschaft gebracht, sondern lediglich dämonische und satanische Botschaft. Nur das wird von ihm übrig bleiben.